gehen wir nochmal total zurück und dann möchte ich auch nochmal sagen, dass man auch, ne, man war ja die Sendeanstalt, das erste Fernsehen und das zweite Fernsehen der DDR. Und dass man da auch einfach über diese Sendeanstalt auch diese ganze Desinformation machen konnte. Dann haben also auch in den Dörfern, haben die dann auch das richtige Fernsehen sehen können. Und nicht umsonst wurden auch nach 1980 totale Störsender gebaut. Man wollte also nicht, dass man Westfernsehen mit einer normalen kleinen terroristischen Antenne kriegt. Ja, das wird hier leider nur drin. Meine Frau hat es auch. Muss ich reden, ja noch. So, und wir haben schon die Luft erlaufen. Ne? Das ist unglaublich. So, jedenfalls kann man sich da sicher sein, dass man auch das gekriegt hat. Man wollte nicht, dass die Westfernsehen kommen. Erinnere nochmal, da hatte die Stasi die BRD noch nicht übernommen. Also die Programme ZDF, ARD und auch die britischen Programme, ne, haben natürlich auch die Menschen nicht getäuscht und nicht wie sowas dazwischen eine Sendung gesendet. Ne? Also dieses, was ich da versucht habe zu erklären, müssen Sie mal nachlesen. Also das Buch, schauen Sie mal. Das ist auch wieder richtig für uns, ne? Das ist ganz kurz mal Blaulicht, wo wir drauf reagieren sollen. Also man will hier unbedingt was erreichen, ne? Und das hat man, haben Sie gesehen, da ganz kurz so, war eben kurz in unsere Küche. Also einfach so lange, das ist immer so, ne? Autoscheinwerfer rein und Blinkwarnblinkanlage und so. Man will das erzwingen, dass wir auf sowas reagieren und man merkt, wie voll wir sind. Man haut noch schön was dazu und will das jetzt unbedingt mit aller Gewalt hier erzwingen. Nichts anderes. So, also wird man auch auf den Dörfern so überall über die terroristische Antenne. Da haben sie der meisten nur das erste und zweite gekriegt, weil das andere war zu doll gestört. Auch hat irgendwie DDR-Führung gesagt, was sie denken soll. Ne? So beeinflusste der Kommunismus seine Menschen, indem er sie eben über das Fernsehen beeinflusste. So, dann weiß man ja, diese Liebe geht wieder los hier. Sagenhaft, ne? Sagenhaft, super schön durchgetan, ne? So, und so beeinflusste der Kommunismus seine Menschen. Und so werden Sie auch wieder beeinflusst, wenn Sie wollen. Und haben Sie noch ein bisschen Stille, haben Sie sowieso über. So, ich tue mir das nicht an, nachdem ich hier gemerkt habe, dass Sie so geklaut haben. Ich kümmere mich um Ex-DDR, wie wir mich so vorkommen. Ne? So, wenn man mich dann hier nicht mehr nett bittet und sich total zusammenreißt, dann spielen Sie mal alleine da oben. Ne? In Berlin meine ich nicht. Weil das ist uns ein bisschen zu flächen. Die haben mir wirklich die Terrorbilder rausgekauft. Schon wieder, haben Sie gesehen? Immer wieder. Sie hören ja jetzt, dass wir darauf reagieren. Ne? Immer wieder tut man dann kurz durch. Und blendet uns das Bild ein. Ne? Nichts anderes. Es ist unglaublich, ne, Nadel? Aber so wird es, so erleben wir es immer. Und es ist schön, dass es mal mitgebracht hat. Ja, also, das war eine totale Beeinflussung und Desinformation. Was? Die DDR nur gewollt, nicht mehr dafür zu bewerten. Das haben die also sofort gemerkt damals, dass sie verlieren. Dass da mehr Unruhen sind, ne? Dass man da deutlicher wird, ne? In Versammlung, in der Betriebsversammlung und so, auf der Feindlichen Volk. Das hat man ja ausgewertet und möchte nochmal sagen, oh, ich möchte nochmal unterbrechen. Willkommen. Sind jetzt 4 Minuten. Ich möchte nochmal sagen, was der sagte von der Stasi und so, dass die EMs auch kritisch waren und so, dass nicht gut waren mit der Regierung und so. Na hallo auch, dieser EM war verloren. Ne? Also dieser inoffizielle Mitarbeiter, der war verloren. Die waren nicht kritisch, die mussten immer nur liefern. Der andere hatte auch seinen Soll zu bringen, damit man ihn schön auf die Schulter klopft und alles Drogengut ist. Ne? Nun wissen wir, sie haben auch alle für Drogen gearbeitet. Man möchte nicht ausschließen, dass man ihnen dann auch mal keine Drogen oder weniger Drogen gegeben hat. Ne? Dann durften sie erstmal bei Heroin, denn entschuldigen Sie, natürlich ist das nicht besonders gut, was ich jetzt sage, aber ihren eigenen Urin trinken. Da sind noch Stoffe, die von Heroin nochmal wirken. Ingrid hat es auch immer gemacht. Das habe ich auch mal geschrieben. Das kann durchaus sein, dass sie so erpresst wurden. Also, sie hatten totalen Leistungsdruck und haben Leistung gebracht auf Kosten der DDR-Bevölkerung.
So, da sind wir uns jetzt ganz sicher. Also man hat das ausgewertet, dass man nicht mehr so richtig rankam. Also zwischen 75 und 80 muss es gewesen sein. Also 1975 und 80. Und dann zumindest in Rostock. Und dann entschied man dann eben, das alles über die Gemeinschaftsentsendung zu spalten. Zusätzlich, die sowieso fahren waren bei den Neubaublöcken. Ne? Also da hat man dann, hatten wir im Prinzip schon Kabelfernsehen. Ich weiß nicht, gut an die DDR könnte man auch sagen, dass sie vielleicht schon besonders modern waren, aber ich glaube, das hatten die doch drüben auch schon längst. In diesen, die hatten ja auch so eine Neubaublöcke, so eine Siedlung. Also da auch Kabelfernsehen hatten. Ne? Aber ich weiß es natürlich nicht. Aber auf jeden Fall hat man gemerkt, dass man da nicht mehr rankam. Man hat sie also auf jeden Fall schon 1970, sagen wir beispielsweise, beeinflusst. Garantiert beeinflusst. Weil man merkte ja, keiner hat eine aktuelle Kamera geguckt oder so. Also wurden sie wahrscheinlich alle bei Kessel Bundes oder so beeinflusst. Lassen Sie mich mal überlegen. Worauf hatten Ingrid keine Lust und Peter? Was haben sie nicht gesehen? Doch Kessel Bundes haben sie angeguckt. Kann ich nicht mehr sagen, aber auch immer wieder haben sie es dennoch verpasst. Haben gesagt, ach was, ist doch nicht so schlimm. Also wird man nicht jede Sendung genommen haben, weil das hatte man ja noch nicht nötig. Man hat dann, was weiß ich, im Monat drei, vier bestimmte Sendungen gehabt, die haben sich Ingrid und Peter natürlich nicht angeguckt. Da haben sie natürlich gewusst, dass sie es nicht gucken dürfen. Ganz einfach, dass sie sich nicht ansehen dürfen. Sag ich mal so, ne? So einfach ist das, ne? Naja, dann habe ich mich noch gewundert, weil wir haben es dann geguckt und dann waren sie nicht da oder hatten keine Zeitung. Was weiß ich, was sie gemacht haben. Naja, dann mussten sie auch nicht jede Sendung machen. Das reicht ja auch, wenn man das nur ab und zu mal macht. Dann war es ja nicht zu bringen. So eine Zeit, wo die Polen sich da endlich gewehrt haben, 1980, hat man natürlich doll losgelegt. Ja, schön, dass wir das nochmal in aller Ruhe auswerten können. Ja. Also es ist unglaublich. Da wird noch viel, viel mehr zusammenkommen, aber ja, wie denn? Wir sind noch total betäubt. Und deshalb, die sollten auch einiges erkennen. Oder nicht? So, und genauso sollten sie sich mal vor Augen haben, was man sonst gemacht hat, nur mit Betäubung und mit Hypnose. Was man einfach sonst gemacht hat. So, und wir haben da jetzt bloß Glück. Ich habe das erkannt, was mit der DDR-Bürger gemacht wurde und bin denen doch total dankbar. Die hatten doch gar nichts mehr. Das möchte ich doch einfach nochmal sagen für die DDR-Bürger, möchte ich mal unterbrechen.